In den Baumstamm haben wir vor knapp 2 Monaten einen Bienenschwarm einziehen lassen. Wir machen den Stamm jetzt mal auf und schauen mal rein, wie es den Mädels geht. Den habe ich mit der Kettensäge ausgehöhlt. Oh, Digga, die haben die Waben da dran gebaut. Oh, shit, das ist nicht so gut. Alter, gönnt euch das. Fett die Bienen, Alter. So krass, wie die gebaut haben. Die bauen von Natur aus ihre Waben rund. Das sind dann so winzige kleine Plättchen und daraus formen die dann diese sechseckigen Waben. Und die formen das anhand ihrer eigenen Körpergröße. Das finde ich total krass. Also die sind ja alle gleich groß, diese Arbeiterbienen. Und dadurch, dass die alle gleich groß sind, können die das irgendwie checken, dass diese Waben auch alle gleich aussehen. Weil das ist ja diese sechseckigen Muster. Und so eine Biene kann am Tag 8 von diesen kleinen Plättchen ausschwitzen. Und dann hobeln die das irgendwie mit ihren Mundwerkzeugen so zusammen und bauen das so aneinander, dass es dann diese Waben werden. Und damit diese Waben stabil bleiben, nehmen die dann Propolis. Das ist so eine Mischung aus Harz und so Enzymen von denen. Und machen dann die Ränder der Waben nochmal so ein bisschen mit Propolis und verstärken das. Und dadurch wird es so krass stabil.